Spendenfee Veit Alex macht sich bereit für die Bühne und wird heute die Spenden für Windehausen eintreiben. Veit Alex hat sich sehr genau auf diesen Moment vorbereitet. Ich hoffe natürlich, dass die Spendenbereitschaft groß ist, aber ich habe mir auch was einfallen lassen. Ich habe ein paar Überraschungen, Geschenke und so weiter dabei, die ich natürlich verlosen werde. Neben der Verlosung freuen sich alle auf ein Benefizkonzert von Sängerinnen und Sängern verschiedener Genres. Dafür sind Profis aus ganz Deutschland angereist. Sie alle haben diese Bilder von Weihnachten vor Augen. Überschwemmte Straßen in Windehausen, Menschen, die evakuiert werden mussten, zahlreiche Schäden. Die Konzertorganisatorinnen haben deshalb ein ehrgeiziges Spendenziel anvisiert. Innerhalb von 2 Stunden wollen sie eine 5-stellige Summe einnehmen. Anne Berndt hat die Künstler angefragt. Es hat mich total berührt, wie viele doch dann ja, Interesse daran hatten und wirklich mit ihren Stimmen Spenden sammeln wollten. Also es war überhaupt nicht schwer, Künstlerinnen und Künstler zu finden, die bereit sind, einfach ohne Gage hier für einen guten Zweck zu spielen. Und dann leiten wir auch schon auf das Highlight, unseren Stargast-Überraschungsgast ein. Da hoffen wir natürlich, dass dann entsprechend auch eine Reaktion aus dem Publikum kommt. Oh, was? Oh, ah, das wusste ich ja gar nicht. Der geheime Gast ist die ehemalige ESC-Teilnehmerin Anne-Sophie. Das Konzert selbst wird auch im Livestream übertragen. Alles in einer Kirche in Nordhausen als nächstgrößerer Stadt nahe Windehausen. Ich finde gut, dass sowas ist. Und das offensichtlich wird es ja gut angenommen. Es ist gut, dass es überhaupt ist. Und ich hoffe, dass die Kirche noch voll wird. Und das Konzert bietet dann tatsächlich viel. You have seen. Die Hütte ist wirklich voll geworden. Auch einige Einwohner Windehausens sind gekommen. Es läuft wunderbar. Ich kann den Leuten tatsächlich hier ein Fünfer und ein Zehner nach dem anderen abziehen. Und dann singt auch der geheime Stargast, ESC-Teilnehmerin Anne-Sophie. War sehr gut, also vor allen Dingen ein guter Zweck für die Menschen. Es hat so Spaß gemacht, wirklich. Alle waren einfach der Hammer. Ich bin so froh, hier zu sein. Und auch die finanzielle Bilanz kann sich sehen lassen. Also innerhalb von 2 Stunden knapp 10.000 Euro zu sammeln, ist schon toll, ja, finde ich. Und da ist noch Luft nach oben, aber wir haben ja noch bis zum 31. Januar Zeit. Ja. So lange läuft die Spendenaktion über einen Link weiter. Gern würden die Organisatorinnen bei 95.000 Euro ankommen, um möglichst vielen Menschen in Windehausen zu helfen.